Das ist tatsächlich so die. Hast du es gehört jetzt? Oh, ich verhungere. Warum? Hast du dieses. Hörst du das? Nein, ich hab das nicht gehört. Du veräppelst mich hier. Kannst du mal hier eben diese. Oh, jetzt gewittert es wieder. Kannst du mal hier bitte diese paar Felsen abbauen? Ja, genau, dann möchte ich nicht mal dieses Vieh umbringen. Welche Felsen? Diese hier hinten. Ich habe die Hoffnung, dass wir eventuell die Foundations da platzieren können. Sofern nicht irgendwie oben auf dem Feld irgendwas steht, ist eine gewisse Chance vorhanden. Ich würde es ja selber machen, aber ich habe schon 20 Mal mein Werkzeug verloren. Ja, was mich irritiert ist, dass wenn man die Felsen sprengt, das Geräusch kommt, als ob man Holzstrukturen abreißt. So nah an einem feindlichen Tor. Boah, grelles Licht. Ich habe hier Felsen abgebaut, noch mehr. Diesen hier. Hier. Weil da sagt er mir, Struktur ist versperrt, also kann nicht gesetzt werden, ist versperrt. Er sagt er mir nicht, ist zu nah an einem Tor oder Fundament oder so. Aber daneben sagt er dir das ja schon, das ist doch Bullshit. Na, warte. Ich baue jetzt nicht hier eine Hütte, wo nur ein Feld reinpasst. Kann man bei Gewittern in Ark vom Blitz getroffen werden? Das haben wir uns auch gefragt, aber bisher noch nicht herausgefunden. Also, ob das ist müsste dich vom Blitz getroffen, selbst wünscht man dann, wenn man was hat. Ja, aber das ist ja nicht Center. Nee. Voll unrealistisch. Also der Rest ist ja voll normal, aber dass du nicht vom Blitz getroffen wirst, ist ja unrealistisch. Nein. Ein bisschen Spaß muss sein, aber. Natürlich. Ein bisschen Haus muss auch sein. Ja, dringend. Ich laufe die ganze Zeit mit der Foundation rum. Ja, weil du mir nicht glaubst, dass man die dann nicht setzen kann. Es ist auch ein bisschen herbe weit, so. Ja, natürlich. Hast du einen Feuerstein? Ich habe sogar 43 Stück. Das habe ich nicht gefragt. Ja, ich habe Feuerstein. Gibst du mir einen? Bitte? Ich verhungere gerade, ich habe nichts zu essen. Gar nichts. Ich auch nicht. Schön. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Dann kannst du dir am besten gleich meinen ganzen Loot nehmen, weil da ist Fleisch und Tierhaut drin. Ich sterbe jetzt eh gleich. Ja, ich auch. Weil ich erfriere. Ja, willkommen in meiner Welt. Was ist denn hier los, ey? Mit diesem Busch kann ich auch nicht farmen. Ah, Licht. Was ist denn das für ein Busch, den man nicht looten kann hier? Ja, und du kannst hier nirgendwo ein Lagerfeuer hinstellen, weil jeder Arsch hier irgendwo irgendetwas hingebaut hat. Ja, ist doch so. Voll unfair den Leuten gegenüber, die jetzt so wie wir in einer Notsituation eigentlich nur nicht mal ein Haus wirklich bauen wollen, aber ein Lagerfeuer schon bräuchten, damit wir uns was zu essen machen können. Weil die ja alle ihre Lagerfeuer versperren für andere. Ja. Aber auch nicht jeder. Aber viele. Viele. Fast alle. Ja, die meisten.
Manchmal hat Hier man kann ich Glück. bauen. Ich kann hier ein Lagerfeuer bauen. Das ist gut. Konnte. Irgendwie habe ich die Stelle verloren, weil da überall. Irgendwie sehe ich auch nicht wirklich was. Ich kann die Stelle nicht wieder. Weil hier überall Büsche sind. Drück mal Backspace. Dann. Ah. Ich habe nur noch viel Fleisch. Ich stelle mich, für mich ist viel wichtiger, dass ich am Feuer stehe, damit die Kälte verschwindet. Bei mir ist schon alles am Blinken. Ja, bei mir auch. Aber die Kälte geht jetzt runter. Die machen zwar durstig, aber vielleicht pushen sie mich ein bisschen. Herzlichen Glückwunsch. Versuch mal bitte hier zu Dings Foundations zu setzen. Kann ich dir die hinwerfen? Ich muss Dings. Warte. Bei meinem Glück sterbe ich jetzt auf dem Weg. Kurze Frage, wird hier eigentlich öfters gestreamt? Ja, prinzipiell schon. Wir hatten es teilweise auf eine andere Plattform verlegt zwischenzeitlich. Haben dann leider festgestellt, dass das OBS nicht so wirklich gerne mag, darüber zu streamen. Und dann kam es häufiger leider zu Performance-Einbrüchen bis hin zu vollständigen PC-Abstürzen. Und dann haben wir gedacht, dann kehren wir doch lieber wieder zum altbekannten und geliebten Twitch zurück. Und bisher, in den letzten Stunden, geht es eigentlich reibungslos. Also, die Antwort auf die Frage, ob hier öfters gestreamt wird, lautet ja. Kann es auch kompliziert erklären. Wir arbeiten auf jeden Fall daran, dass wir öfter mal was streamen. Es wird ja parallel auch immer aufgezeichnet, muss dann noch gerendert werden, wird dann auf einer namhaften Videoplattform hochgeladen. Aber generell liegt der Fokus natürlich auch auf dem Livestreaming. Und bevor die Frage kommt, ja, Akasha ist sehr oft böse zu mir. Um die Frage gegen zu beantworten. Der Saibu, der ist auch echt oft böse und tut immer so, als ob ich das erste Mal hier im Arc zocken würde oder Hass zocken würde. Er ist nur neidisch, weil ich einfach viel mehr Zeit habe zum Zocken. Was ist das? Alter Angeber. Kann ja mal probieren. Verhungern. Ja, ich überlege, ob wir hier gleich mal eben irgendwie diesen Parada schlachten sollen. Ich habe aber nichts zum. Ich habe kein Werkzeug, kein gar nichts. Mir fehlt Holz. Ja, mir fehlt Holz, Stroh. Immer noch Holz, also es ist egal, auch wenn ich das Feuer. Ja, ich verhungere, ich weiß. The fight.
manche Büsche lassen sich irgendwie nicht abfarmen, oder ist das einfach nur aufgrund der hohen Grafikeinstellung? Das ist auch ein bisschen schwierig, wenn dieses Spielzeug hier so rabums rumläuft. Ja, ich verhungere. Ich auch. Ach, jetzt lässt der Busch sich looten. Es ist zu kalt, du verhungerst. Kein Kaktus weit und breit. Hier ist überhaupt gar nichts weit und breit. Aber ein Level Up habe ich, ist ja auch schön. Ja. Ich nicht. Wir sollten eine Kiffste. Ist schon so weit. Ist schon spät oder früh, je nachdem wie man es sehen mag. Hast du was zum Hacken? Nein. Ich finde das überladen, das ist auch geil. Hab ich gar nicht im Inventar. Das Ding ist, wenn Gesundheit. Das Ding ist, wenn ich jetzt diesen Para hier boxe, ist er sowieso über alle Berge. Ja, außer du hast zum Glück, wie ich gerade, dass er sich im Felsen festpackt. Ja, das hier sind nicht so viele Felsen. Aber da müssen wir jetzt halt so ein niedliches Ding da. Jetzt trampelt der Ankylo auch noch unser Lagerfeuer kaputt. Hast du hier zufällig was reingelegt? Nee. Was denn? Weiß ich nicht. Kann man Sand essen? Nein. Dann müssen wir jetzt hier so ein niedliches Ding jetzt kaputt machen. Das wird wichtig. Und dann ist es wahrscheinlich wie ein Kompi und da kommt gar nichts raus oder mit ganz viel Glück ein Steak. Ich kann nicht, das hat sich geputzt. Das ist einfach zu niedlich. Ja, das mit dem Ölimperium wird bestimmt noch. Und dann gehört uns das ganze Ark. Oh wei. Jetzt wird er größer, machen sie nicht. Ich kann ja nicht so schnell Bären pflücken, wie ich am Verhungern bin. Ja, was soll ich denn sagen? Und vor allem kann man diesen Busch hier überhaupt nicht looten. Das ist mir unverständlich. Oh oh. Jetzt ist auch noch das Feuer aus. Das Licht ist aus. Wir haben kein Zuhause. Boah. Hallo. Schubst mich hier weg. Garstiges Viech. Eine Foundation hätten, würde ich einen Schlafsack hinlegen. Obwohl ich brauche doch keine Foundation dafür, oder? Ich weiß nicht genau. Ich glaube nicht. Das Ding ist, wir sterben wahrscheinlich beide. Und du bist übrigens überladen. Ich weiß. Mit was? Kannst du nicht sagen. Mit Beeren? Das ist schön. Aber jetzt habe ich ja gekackt. Jetzt geht's nicht. Nein. Das könnte ich auch mal machen. Ist dann leichter? Ich kann mich nicht erleichtern. Sand. Diese Büsche sind buggy. Manchmal geht's und manchmal nicht und... Also hier sind immer irgendwelche Tiere, die irgendwelche Geräusche machen. Das ist noch sehr ungewohnt, wenn man immer nur das Standard-Arc spielt. Oh, es putzt sich. Ich konnte es nicht töten, es tut mir leid. Keine Chance. Ja, dann verhungere ich eben.
Ich hab's jetzt auch geschafft, mit Bären wieder auf die Beine zu kommen. Was ist schwer? Ist 30 Steine wahrscheinlich.